Heute geht es um die Doppeldominante. Ich führe sie ein in einer ganz einfachen Kadenz. Wir nehmen C-Dur in der weiten Lage. Ich habe in der Oktavlage C, E, G, C. Ja, unser Grundakkord. Und wir wiederholen am Anfang eine ganz einfache Subdominant-Dominant-Kadenz in C-Dur. Und jetzt ist die erste Veränderung die, dass ich einfach statt der Subdominante gleich die Doppeldominante verwende. Was war das? Das war jetzt statt F-Dur D-Dur und zwar mit der Terz im Bass, Fis, und dann habe ich hier den Grundton, da die Quinte und die Septime. Nochmal langsam von C-Dur aus. Und ich füge einfach die Dominante an. Also, die Übung hat immer drei Schritte. Erster Schritt, einfache Kadenz. Zweiter Schritt, ich ersetze die Subdominante durch die Doppeldominante. Dritter Schritt, ich füge jetzt noch eine Verstärkung der Doppeldominante ein, indem ich die None, die kleine None hinzufüge. Dann kriege ich noch einen weiteren Leitton und verstärke sozusagen diesen harmonischen Trieb hin zur Dominante. Jetzt, wo war die? Also im Alt, da habe ich eben jetzt nicht B gespielt, den Grundton, sondern das S. Das ist die kleine None von D-Dur. Also hintereinander noch einmal, einfache Kadenz. Mit Dominant Septakkord. Mit zusätzlicher Verminderung. Und wie ihr das schon kennt, geht es nun weiter in der Terzlage. Also wir versetzen einfach die Stimmen nach oben. Am Anfang dauert es ein bisschen, bis man wieder sortiert hat, wo ist jetzt die None und so weiter, aber es sind ja immer die gleichen Stimmführungen, nur die Finger sind eben anders zugeordnet, dadurch, dass ich wechsle von Oktav in Terzlage und jetzt in Quintlage. Und wieder runter. Schon, wie man in die nächste Stufe kommt. Wir setzen einfach die Zwischendominante ein. Also ich gehe einfach in Ganztönen runter, eine große Terz unter den bisherigen Grundton. C, B, Ass. Setze den Septimakkord drauf. Ass-Dur 7 und bin in D-Dur. Könnt ihr auch weglassen, diese Zwischendominante, aber ist ganz gut, das einfach gleich mitzunehmen. Also dann haben wir wieder hier die einfache Kadenz zuerst. D-Dur, G-Dur, Ass-Dur, D-Dur. Jetzt, wie heißt die Zwischendominante oder die Doppeldominante eben in dieser Tonart? D-Dur, Quinte hoch, Ass-Dur, nochmal eine Quinte hoch, S-Dur. Also. Noch mit zusätzlicher None. Ich wandere hoch. Und so weiter. Geh dann wieder runter. Also das könnt ihr einfach durch alle Tonarten so üben. Und jetzt zeige ich noch,
warum wir das machen. Wir haben nämlich dann für die Harmonisierung, wird noch eine eigene Übung geben dazu, oder viele Übungen, denn Harmonisierung ist komplex, wie ich das anwenden kann. Ich nehme das Lied, schmückt das Fest mit meinem. Also einfache Harmonisierung in enger Lage. Es geht um diese zweite Zeile. Also da haben wir in der einfachsten Version G-Dur, nochmal G-Dur, A-Dur und jetzt. Um die Fortsetzung geht es jetzt nicht, da spiele ich G-Dur Sechsakkord, A-Dur auch als Septimakkord mit der Terz im Bass und zurück nach D-Dur. Es geht mir um diesen Schritt G-Dur, A-Dur. Also das ist die einfachste Version. Jetzt nehme ich genau die zweite Stufe unserer Übung. Jetzt habe ich Subdominante genommen und dann eben genau diese Doppeldominante E-Dur 7. Ja, unterstütze ich diesen melodischen Zug dadurch, gebe eine stärkere harmonische Kraft hinein oder ich mache sogar noch die None dazu. Also, das wäre dann für drei Strophen, haben wir schon drei Harmonisierungen. Erste Strophe, zweite Strophe, dritte Strophe. Also, das sind ganz konkrete Möglichkeiten dann auch in der Choralharmonisierung, aber natürlich dann auch fürs freie Spiel. Übt, wie auch immer bei den anderen Kadenzen, einfach sehr oft diese Folge der Akkorde, wie sich das anfühlt in den Fingern, weil dann geht es nachher schnell, wenn ihr einfach das Gefühl habt, ah, wie harmonisiere ich da jetzt? Und dann findet ihr ganz schnell eben diese verschiedenen Möglichkeiten, die die ganze Sache sehr lebendig und farbig machen. Viel Spaß!